Ja, hallo zu einer Folge Ori and the Blind Forest. Wir beginnen das Spiel. Spiel starten. Leerer Speicherplatz. Wir spielen auf normal. Lasst uns mal schauen, was sich hier tut. Nun werden wir uns an diese Nacht erinnern. Als Ori von mir ging, in Sturm und Wind. Jetzt? Ja, wir können schon spielen. Los. Sehr schön. Schwalbennest. Springen. Als Naro mein Licht an sich nahm, sagt. Okay, das Dickelchen ist Naro. Als ihr eigenes Kind. Gut. Aufstehen. Mal rauslaufen. Oh, sehr schön. Wow. Naro, hallo? Ja. Okay. Weiter geht's. Eine Schaukel. Hopp. So eine schöne Musik. Ah, was ist da? Noch mehr Orangenbäume. Okay. Jetzt wird eine Brücke gebaut. Was war das? Was ist da in dieser schicksalhaften Nacht? Okay. Tauchte ich den Himmel in flammendes Licht. Ich rief nach Ori. Okay. Doch Hoffnung, die gab es nicht. Oje. Mal schauen, was sich jetzt draußen tut. Nein.
Alles kaputt. Nicht gut. Nicht sehr schön. Ich erinnere mich an die Zeit, im Niedergang und ohne Licht. Der Wald nur blind und traurig war. Sehr schön. Das Kerlchen, doch Hoffnung zeigte mir Wissen. Schnell nach Hause mit den Forschen. Nun wieder eine Weise ganz allein. Ohne Grund zu bleiben. Auf der Suche nach meinem Licht. So schwach und voller Leiden. Als Schrei ungehört verhalten. Und alle Hoffnung verloren ging. Als die Kraft meines Kindes wich,
und der letzte Atemzug getan war, belebte mein Licht Ori wieder und ein neues Zeitalter. Spiel gespeichert. Okay. Malzenke. Nein, das geht nicht. Halte jetzt um Rücke, durch Plattformen hindurch nach unten zu springen. Alles klar. Hierhin. Sehr schön. Was ist das? Ja, kann man nehmen. Du hast einen Lebenssplitter gefunden. Sammle diese Splitter ein, um deine Vitalität wiederherzustellen. Alles klar. Und hier? Hier ist nichts. Drüber springen. Was ist das? Du hast eine Energiezelle gefunden. Jetzt kannst du mehr Energie einsammeln und nützen. Denke daran, dass du mit dieser Energie eine Seelenverbindung erzeugst und dein Spiel speichern kannst. Okay. Halte B gedrückt, um eine Seelenverbindung zu erzeugen und dein Spiel zu speichern. Okay. Ist klar. Und hier los. Nein. Nein. Aha. Du hast etwas geistlich gefunden, wenn du den fühlst, hältst du deinen Fähigkeitspunkt. Alles klar. Gut so. Tief im Wald fand Ori das Verlorene. Drücke X, um das kleine Licht aufzunehmen. Kleines Licht, ja? Meine Kraft kehrt zurück. Ich bin Sein, das Licht und die Augen des Geisterbaums. Okay, ich hatte mich in dieser Schlucht verirrt, als sie ihren Griff lockerte. Ich kann dich auf deine Reise führen, wenn du das magst. Möchtest du? Ja, gut. Sei still, hörst du das? Sie müssen dir hierher gefolgt sein. Ich tippe wieder den Wolf an, um die Geisterflamme zu benutzen. Hui! Kuchen! Hui! Hätte ich mir nicht gedacht. Ich dachte, das wäre ein Jumpen-Plan. Das ist gefunden! Du hast ein kleines Achievement! So viele Geheimnisse! Dein erstes Geheimnis gefunden! Du hast ein kleines Geisterlichtsgefäß gefunden, es wurde Geisterlicht zu deinem hinzugefügt. Finde weitere Geisterlichtsgefäße, um schnell Fähigkeitspunkte zu sammeln. Alles klar. Du hast einen Fähigkeitspunkt erhalten, erzeuge eine Seelenverbindung und tippe in der Nähe. Und B und ja. Ein Stier. Sehr gut. War's das? Ihre Lichter werden zu mir zurückkehren, sprach einst der Geisterbaum. Okay. In der Senke hinter der Höhle werden wir ihn finden. Vor uns liegt ein Weg.
Alles klar, Waldsenke. Hier bin ich. Hier geht's weiter. Alles klar. Die Bären den Fähigkeitsbaum aufzurufen. Okay. Erfahrung des Wolken zeigt an, wie viele Gäste Licht Ori eingesammelt hat. Absorbiere noch 39, um eine weitere Fähigkeitspunkte zu erhalten. Ermöglicht die drei Flammen abzufeuern, bevor du nachladen musst. Die meisten Sammelobjekte werden nun von Ori angezogen. Ermöglicht das erneute Benutzen von Seelenverbindungen und verkürzt die Abkühlzeit. Okay, Flammen. Das werden wir mal nehmen. Wunderbar. Drücke, um die Karte anzusehen. Karte, ein Achievement. Entscheidung über Entscheidungen. Den ersten Fähigkeitspunkt eingesetzt. Sehr schön. Ach, sieh mal an. Können wir einsammeln. Sehr schön. Hier geht es bestimmt runter rein. Komm. Nein, geht es nicht. Dann halt nicht. Das hier können wir auch bekämpfen. Das hier auch. Cool. Alles klar, was haben wir hier? Da ist ein Monster. Oben, kommen wir nach oben? Nein, kommen wir noch nicht. Das hier bekämpfen. Das hier auch. Alles klar, hier können wir hochspringen. Was haben wir hier? Hui, da ist was. Geisterportale sind uralte Bauwerke, die benutzt wurden, um schnell durch ganz Nebel zu reisen. Das Licht der Geisterportale kann auch deine Kraft wiederherstellen, wenn du einmal erschöpft bist. Wunderbar. Drücke X, um dein Spiel zu speichern, oder Y zum Teleportieren. Also X, wir speichern. Gut so, das war's für die erste Folge. Ich hoffe, wir sehen uns bei der nächsten noch. Bis zum nächsten Mal und tschüss.